Guten Morgen und danke auch an die Themen, dass Sie mich eingeladen habt, hier vorzutragen zur Möglichkeit zur Minderung des Schienenverkehrslärms. Das ist die Agenda. Ich möchte zunächst zur Lärmbelästigung kurz was sagen in Deutschland, dann zur Lärmwirkung, das hat Herr Schreckenberg ja schon auch getan, dann zum Schienenverkehrslärm, dann zu Maßnahmen und zu den Schlussfolgerungen. Mein Vortrag ist auch runterzuladen nach der Veranstaltung, weil einiges hier echt zu schnell gehen würde, um das hier nicht zu schreiben. Der Herr Großmann hat schon angesprochen, dass wir regelmäßige Lärmbelästigung in Deutschland erfragen. So sieht das aktuellerweise aus. 2012, die meisten Menschen durch Straßenverkehrslärm beeinträchtigt. Durch Fluglärm sind es gut 20% und der Schienenverkehrslärm über 30%. Das kann sich von Jahr zu Jahr wieder ändern. Das hängt davon ab, wo diese Befragungen gemacht werden. Das sind immer etwa 2000 Menschen, das kann sich auch mal verschieben. Aber was wir festhalten, ist, dass sich viele Menschen in Deutschland durch Lärm belästigt fühlen. Einen hohen Anteil macht der Nachbarschaftslärm aus, über den ich heute aber hier nicht sprechen möchte. Zu den Folgen hat der Herr Schreckenberg auch schon was gesagt. Gehörschäden, also das ist das ein Knalltrauma oder sowas, davon reden wir nicht, wenn wir über Umgebungslärm reden. Wir reden über Schlafstörungen, wir reden über Risikoerhöhungen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die nachgewiesen sind. Wir reden über Belästigung tagsüber, wenn Sie im Mittelrheintal sind, beispielsweise hat Herr Großmann schon gesagt, also wenn Sie das Vergnügen oder Missvergnügen haben, in Boppard, im Main, in einer Gaststätte zu sitzen, dann sollten Sie entweder sehr laut sprechen können oder am besten über Gebärdensprache verfügen, weil ansonsten ist es sehr schwierig, sich das überhaupt zu verständigen. Und wir haben Leistungsbeeinträchtigungen bei Kindern auch belegt. Und das wird unter anderem jetzt im Rahmen der Jura-Studie hier im Rhein-Main-Gebiet ja auch untersucht. Es ist kein Hexenwerk zu wissen, wie Stress wirkt. Also wie Lärm als Stressor wirkt. Das ist also eine klare Geschichte. Das ist ein Mechanismus, den man sehr einfach erklären kann. Der Herr Schreckenberg hat ja schon erklärt, das ist eben Lärm, das ist subjektiv unangenehm empfundener Schall, der vom Menschen eben entsprechend wahrgenommen wird. Der wird entsprechend verarbeitet. Das Ohr schläft nie. Das heißt also, in der Nacht hören Sie auch jedes Geräusch, wenn es eine bestimmte Qualität hat. Wird dann entsprechend verarbeitet und führt dann auch zur Aufwachreaktion zum Beispiel. Und das kann dann in der Folge zu kardiovaskulären Erkrankungen führen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist nachgewiesen. Der Herr Münzel, der hier aus dem Rheinstand, der hat letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, wo es um Gefäßwandschädigungen geht, durch Lärm ausgelöst, sodass man also jetzt auch mechanistisch sagen kann, wie dieser Weg ist. Also das ist auch bei den Fachleuten der Weg grundsätzlich unbestritten. Die Frage ist immer, ab welcher Schwelle und wie lange muss Lärm einwirken, damit diese Kaskade in Gang gesetzt wird. Aber renommierte Lärmwirkungsforscher sind schon lange an dieser Geschichte dran. Es ist immer noch nicht genau geklärt, wie lange muss dieser Lärm einwirken, damit eine Risikoerhöhung stattfindet und wie hoch muss die Schwelle sein. Tatsache ist aber, wenn Sie lange Lärm erleiden, das hat der Schreckenberg gezeigt, steigt Ihr Risiko an. Und das ist zum Teil erheblich. Das heißt, es ist ein relevantes Problem und für die Gesundheitsvorsorge natürlich auch relevant. Die WHO hat daraufhin auch in ihren Nightmare Guidelines Werte formuliert, die sind, wie Sie sehen, sehr niedrig. Das sind Werte, die sehr langfristig noch erreicht werden sollen. Aber was die WHO sagt, ist, dass wenn Sie über 55 dBA haben, das ist also ein relativ niedriger Wert, der wird in der Außenregel, dann haben Sie zunehmend gesundheitliche Risiken zu tragen. Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie wissen, bei den Messstellen Aßmannshausen, Mittelrheintal, haben wir Dauerschallpegel von über 80. Nächtliche Pegel von etwa 110, das heißt also Maximalpegel. Ja, da können Sie sich vorstellen, was das auch bedeutet. Das heißt, das ist ein relevantes gesundheitsrelevantes Problem und das ist natürlich auch Aufgabe des Bundes, sich damit zu befassen. Wir wissen, und das ist politischer Konsens, dass zunehmend Verkehr auf die Schiene verlagert werden soll. Das ist auch Ziel der Bundesregierung. Das ist also ganz klar gesagt, das hat der Herr Großmann gesagt, dieser Korridor Rotterdam-Genua, der soll ausgebaut werden. Wenn der Gotthard-Basistunnel eröffnet wird 2017, wird hier nachts auch alle 3 bis 4 Minuten ein Zug rollen. Und die Züge sollen länger werden. Also es wird geplant, diese Euro-Trains zu machen, die sollen dann 800 bis 1000 Meter lang werden. Das heißt, die Pausen zwischen den einzelnen Lärmereignissen werden ziemlich knapp. Es wird dann auch schon schwierig, zum Beispiel Gleise zu überqueren. Da gibt es dann auch schon Überlegungen, wie das dann geregelt werden soll, dass man über die Gleise noch rüberkommt. Das heißt, das ist ein relevantes Problem. Es hat natürlich Vorteile, Verkehr auf die Schiene zu verlagern, aber der Nachteil, die ökologische Achillesferse ist,
in der Tat der Lärm. Und auch die EU plant, dass verstärkt Schienenverkehr durchgeführt werden soll. Das heißt, es soll, was ja auch einerseits gut ist, der Flugverkehr, gerade auf den kürzeren Strecken, nicht mehr über Flugzeug abgewickelt werden, also vermieden werden, und das soll dann verstärkt in die Schiene erfolgen und der Güterverkehr auch. Das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, im Mittelrheintal, aber nicht nur da, ist das ein ganz gravierendes Problem, und das ist einer der wichtigsten Einspruchgründe für Neuplanung von Strecken, ist der Lärm. Also da ist ein ganz gravierendes Problem. Das ist ein Bild aus dem Mittelrheintal von Herrn Dirk Küppers aufgenommen. Und das zeigt, dass wir bauen so, das wissen Sie alle viel besser als ich, das sind sogar nur 2 Meter zwischen den Häusern und der Schiene. Das heißt, also, haben Sie natürlich nicht nur den Lärm, die haben auch Erschütterungen, die auf irgendeinem Teil gravierend sind. Das ist ein erhebliches Problem. Jetzt ist es ja nicht so, dass das Problem nicht schon auch erkannt worden wäre, dass nichts gemacht worden wäre. Es gibt durchaus Maßnahmen, die dort ergriffen worden sind. Es gibt eine ganze Reihe, zum Teil hat der Streckenwerk davon ja auch schon gesprochen. Es gibt ein nationales Verkehrslandschaftspapier, das fortgeschrieben wird, da wird relativ viel Geld investiert. Es gibt dieses Pilotprojekt Leiser Güterverkehr, die Förderung der Umrüstung auf Bestandsgüterwagen. Das große Problem sind Bestandsgüterwagen, die fahren 40 bis 50 Jahre. Wir haben jetzt auch Fahrzeuge, die sind nach dem Krieg in Dienst gestellt worden. Also nicht nach dem ersten Weltkrieg, sondern nach dem zweiten. Aber wir sind schon relativ lange unterwegs. Und die fahren also relativ lange und fahren auch noch zum Teil, also ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, mit den Bremsen, die bremsen, so wie früher Kutschen gebremst wurden. Also mit der Bremse auf der Lauffläche. Und das hat den Nachteil, dass die Lauffläche verrittet wird. Das Problem ist also nicht das Bremsen, sondern das Fahren. Also wenn die da mit den zerriffelten Rädern auf dem Gleis fahren, gibt es diesen Lärm, den Sie alle kennen, wenn Sie im Bahnhof stehen und das Pech an der Güterzug durchfahren fahren. Also nicht das Problem des Bremsens selber. Und diese Sohlen wurden weiterentwickelt. Das bringt was, wenn Sie diese Sohlen haben, sind die 10 dB leiser, die Züge. 10 dB, das hat der Streckenberg schön erläutert, das wäre also dann eine Verachtung der Verkehrsmenge etwa und es wäre eine Halbierung der Lautheit. Also schon eine ganze Menge, aber wenn wir erstmal 1000 nehmen, dann hätte es eben nur zur Folge, dass die Mittel nicht 80, sondern 70 haben. Und damit immer noch sehr weit wechseln von irgendwelchen gesundheitsrelevanten Punkten, das bringt aber. Das heißt, wir müssen weiterkommen. Wir müssen weiter von diesen Lärmpegeln runter. Und wir haben auch das Phänomen, dass durch diese Baugesohlen, also wenn der Zug so laut vorbeiratet, hören Sie die anderen Lärmquellen nicht. Kann Vor- und Nachteile haben, aber wenn die leiser werden, hören Sie die anderen Quellen natürlich. Wir haben zum Beispiel Bremsgestänge, die klar werden, wir haben die Gleisrauheiten, wir haben unten, also Flachstellen am Rad, beziehungsweise auch an den Gleisen. Wir haben also eine Lokomotivlärmquelle, das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Lärmquellen, denen wir uns rücken müssen. Das heißt, wenn die Fahrzeuge umgerüstet sind, ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, wie lange das dauern soll. Also bis 2020 sollen die Fahrzeuge umgerüstet sein. Aber wir gehen von einer, wie man so schön sagt, einer Y-Kurve aus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass relativ spät umgerüstet wird, um die Förderung noch zu nehmen und möglichst lange diese Fahrzeuge wie raus oder im Grenzen noch zu nutzen. Das heißt, es wird relativ spät erst kommen. Und selbst dann reicht es noch nicht und wir brauchen weitere Maßnahmen. Wir haben ein Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben, was nächstes Jahr abgeschlossen wird. Ich möchte jetzt ein paar Maßnahmen, ich möchte im Einzelnen darauf eingehen, auf das Zeitpunkt, aber der Vortrag ist ja runterzuladen, da können Sie sich die ganzen Maßnahmen nochmal angucken. Das Vorhaben wird nächstes Jahr abgeschlossen und wird dann natürlich auch veröffentlicht. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, Schallschutzwände wurden schon angesprochen, auch in meinem Großland, aber im Mittelrheintal können Sie die zum Teil nicht verwenden. Also man müsste die Häuser abreißen, müssen stattdessen Schallschutzwände machen. Oder Sie müssen die Häuser als Schallschutzwände einsetzen. Aber da geht es eben nicht. Das heißt also, es gibt verschiedene Varianten. Sie können am Rad solche Schallschürzen noch anbringen. Das ist alles machbar, kostet aber viel Geld. Aber dieses Problem der Investition haben Sie in jedem anderen Bereich auch. Also wenn Sie die Energiewende, die hier angesprochen worden ist, die kostet auch eine ganze Menge Geld. Investitionen in Nachhaltigkeit kosten, lohnt sich aber. Die EU schätzt 40 Milliarden Euro Lärmkosten pro Jahr durch Gesundheitsfolgen zum Beispiel, oder durch Immobilienverluste. Also wenn Sie heute ein Haus im Mittelrheintal haben und die Popper an der Strecke, sollten Sie es selber nutzen. Das heißt also, es gibt, wenn diese Güterwagen umgerüstet sind, eine Reihe von Einzelmaßnahmen, die man bündeln muss, und die dann auch mit einigen Kosten verbunden sind und natürlich auch mit hohem Aufwand. Bahn tut einiges, das muss man klar sagen, aber das reicht noch längst nicht aus. Sie können am Fahrzeug einiges tun, das ist hier aufgelistet. Sie können die Radsätze anders machen. Das sind also jetzt für Fachleute die Hinweise. Die haben gesagt, dieses Forschungsvorhaben, wo die ganzen Sachen erarbeitet wurden, wo auch geguckt wurde, was bringt es, was kostet es.
was hat das für einen Aufwand dann bei der Instandhaltung? Das sind alles Sachen, die sind möglich, kosten aber eine ganze Menge Geld. Aber nochmal, auch Lärm kostet Geld. Also wir sind der Auffassung, man muss diese Kosten berücksichtigen, die durch Lärm verursacht werden. Also abgesehen davon, dass natürlich menschliches Leid dadurch auch gemindert werden kann, wenn man zu viel Leid macht. Sie können ruhig ein bisschen rauspacken und erneut anrufen. Wir haben ja bis 3. Ja, dann haben wir, also wir haben nicht nur den Zug, also wir haben nicht nur das Fahrzeug, sondern wir haben natürlich auch die Infrastruktur. Das heißt, also wir haben auch die Gleise selber. Das ist ein ganz großes Thema. Zum Beispiel muss man die Gleise, also die Idee des Fahrradstraßen, Gleis zu haben. Das heißt, man muss die Gleise schleifen, das muss man regelmäßig machen. Das macht die Bahn auch, also wir will es nicht in jedem Umfang machen, weil das nämlich auch Geld kostet. Vor allem hat das logistische Gründe, wenn das Gleis geschliffen wird, wer da so ein Gleisschleif haben würde, er kann natürlich nicht in gleicher Zeit Zug fahren. Also nur halt Ende und die langsamer. Das heißt, Gardionenwände ist eine Möglichkeit, das sind diese Metallkästen, wo Steine drin sind, die kann man zum Teil sitzen, zum Teil aber eben auch nicht, aufgrund der Situation, niedrige Schallschutzwände, das hängt dann auch nach, wie die gebaut werden, das hängt dann sogar auch mit den Bahnsteigungen, die dann dort genutzt werden können, auch bei diesen Schallschürzen an den Rädern, ist die Frage, ob das dann geht in den Gleisen, also dass wenn in den Bahnhof reingehen, dass sie nicht regelmäßig abgerissen werden zum Beispiel, das wäre auch ein Nachteil. Das heißt, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie man, welche technischen Möglichkeiten man nutzen kann. Die setzen aber zum Teil Umbauten und Investitionen voraus, die aber notwendig sind. Die Schmieranlagen, da wir das Kurvenquietschen, also den Straßennamen nehmen, sehr unerfreuliche Geräusche, wenn ein alter Wagen so langsam in die Kurve geht, das können durch Schmieranlagen in den Griff nehmen, solche tun, dass das Fahrzeug nach wie vor bremsen kann, das ist natürlich auch wichtig. Aber diese Möglichkeiten gibt es. Ist also vor allem im innerstädtischen Verkehr ein ziemlich großes Problem. Dann haben wir natürlich an den Fahrzeugen selber, also auch an der Lokomotive noch Möglichkeiten, dass sie zum Beispiel mit Lüftern, gerade wenn Fahrzeuge abgestellt werden, diese temporären Abstellungen, wo die Fahrzeuge aufgerüstet abgestellt werden, wo also nebenbei die Lüftungen zum Beispiel laufen, das kann sehr laut sein, und da gibt es die Möglichkeiten zu dämmen. Zum Teil erheblich, zum Teil setzt das aber eben enorme Investitionen voraus. Dann braucht man natürlich, um dieses Ganze zu überprüfen, braucht man Lärmmonitoring. Das heißt also, Sie müssen Monitoringstationen haben, um genau das, was der Herr Schreckenberg gesagt hat, zu haben, was bringt Maßnahmen. Und Sie müssen kommunizieren, weil Lärm ist die Wahrnehmung auch von Geräusch. Das heißt, Sie müssen das in der Öffentlichkeit kommunizieren, Sie müssen die Leute auch beteiligen, Sie müssen die auch mitnehmen und fragen, was wollt ihr. Das heißt, öffentliche Foren sind ganz wichtig, gerade in der Umweltpsychologie ein ganz großes Thema, die Öffentlichkeitsbeteiligung, um dort die Leute auch zu befragen. Sie müssen gucken, wie ist das Gleis, Sie müssen also Ingenieure dorthin schicken, Ingenieurinnen natürlich, die müssen dann gucken, wie die Gleissituation ist, die Schienenqualität ist. Das heißt, sie können nicht nur das Fahrzeug umfassen, sondern müssen auch nur die Schienen gut gehen haben. Aus Sicht des Umweltbundesamtes ist es so, dass sie nicht einen Maßnahmenbündel brauchen. Das Problem ist komplex, das hat der Schreckenberg auch schon gezeigt. Das heißt, sie brauchen, um ein komplexes Problem zu lösen, gibt es auch keine einfachen Lösungen. Das heißt, sie brauchen ein Bündel. Natürlich plädieren wir, das ist sehr schwer zu vermitteln, gerade wenn man mit zum Beispiel im Verkehrssektor spricht, Verkehrsvermeidung wird nicht gerne gehört, aber aus Sicht des Umweltbundesamtes muss man auch über solche sowas nachdenken. Dann die Emissionsminderung, die Verlagerung, auch durch Infrastrukturneubau, es gibt ja zum Beispiel hier auch die Überlegung, diese Mittelrhein-Talstrecke zu verlagern, also umzubauen, das ist natürlich auch enorm Plan. Die Leute, die dann da betroffen werden, werden wahrscheinlich auch nicht begeistert. Also das Problem NIMBY, Not in My Backyard, ist auch schon angesprochen worden, dass natürlich die Stadt Wiesbaden durch die Verlagerung auf den Flughafen eintritt, die dann vielleicht für Raunheim oder für Mainz eher optimal sein könnte. Das heißt, das muss man natürlich auch im Blick haben. Ordnungsrechtliche Maßnahmen sind ein ganz spannendes Thema. Die Bahn ist der einzige Verkehrsträger, der weder zeitlich noch räumlich begrenzt ist. Die Bahn kann immer überall fahren auf der Standstelle. Und mit dem Zusammenhang, das könnte man auch anfassen und dass man darüber nachdenkt, zum Beispiel qualifizierte Nachforderungen auszusprechen. Das wird die Bahn nicht so gern. Das ist ein großes Problem, was die Logistik angeht, wäre aber eine Maßnahme. Und ein ganz wichtiger Punkt, die Anlastung externer Kosten. Das heißt, der Lärm kostet Geld. Das muss auch klar sein, das muss dann auch bezahlt werden. Diese Kosten müssen übernommen werden. Wir sind in der EU aktiv. Es gibt auch Kollegen aus den Ländern, die in den entsprechenden Spiegelgruppen mit dabei sind, wo wir sehr erfolgreich auch mit den Ländervertretern und Vertretern zusammenarbeiten, um ambitionierte Grenzwerte durchzusetzen. Das ist ein schwieriges Thema. Aber sind wir dran. Beim Bund, natürlich, das Lärmsanierungsprogramm muss weiterentwickelt werden und muss auch fortgeschrieben werden, dass auch mehr Geld dort drin ist. Die Länder und Gemeinden sind gefordert, natürlich in den
Umgebungslärmrichtlinie entsprechend umzusetzen und auch Maßnahmen selber zu ergreifen. Also im Straßenverkehr wäre das beispielsweise Tempo 30, die halt auch nicht gerne gehört und was aber wirklich ist. Und der Bahnsektor ist natürlich gefordert, um hier entsprechend Geld zu investieren und dann die ganze Sanierung durchzuführen. Gut, das waren ein paar Fortschritte, ich habe auch die Zeit angehalten. Und die Folien stehen, wie gesagt, alle zur Verfügung und wir haben ja dann nachher die Gelegenheit, um die Sache zu machen. Ja, vielen Dank, Herr Kahn.